Neler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi, Tevrat'ta filan bunların hiçbirisi yoktur. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan war am Freitag zu Besuch in Berlin. Beim Treffen mit Kanzler Olaf Scholz ging es auch um den Konflikt im Nahen Osten. Im Kanzleramt erklärte Erdoğan immer wieder seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung. Eine Haltung, die er mit dem Bundeskanzler teilt. Bei der anschließenden Pressekonferenz richtete Erdoğan aber auch mahnende Worte an die israelische Regierung. Taneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi, Tevrat'ta filan bunların hiçbirisi yoktur. Der Besuch Erdoğans ist auch wegen dessen scharfer Verbalattacken gegen Israel im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg umstritten. Erdoğan hatte die Ermordung vieler hundert israelischer Zivilisten beim Terrorangriff am 7. Oktober zwar verurteilt, die dafür verantwortliche Hamas aber später als Befreiungsorganisation bezeichnet. Zitat: Dass wir zu dem Konflikt sehr unterschiedliche Sichtweisen haben, ist ja kein Geheimnis, sagte Scholz in der Pressekonferenz, an die sich ein gemeinsames Abendessen anschloss.